Gott, das sah gerade voll behindert aus. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sehen richtig creepy aus. Aber ja, heute ist eine Halloween-Party und zwar meine Geburtstagsparty. Und hier ist Malik. Ihr kennt sie bestimmt aus meinem Video, wo ich sie geschminkt habe. Ja, sie hat zuerst mal Kontakt. Ich gewöhne mich jetzt langsam dran, glaube ich. Oh, wir sehen richtig großartig aus in der Kamera. Guck mal. Man kann schon so ungeschminkt hingehen. Ist so. Das ist Halloween. Oh ja. Ich würde mal sagen, fang direkt an. Okay. Mit was fängst du an? Foundation? Foundation. Ich glaube, ja. Und? Ja, doch. Ich fange auch mit Foundation an. Was sonst? Ich benutze die Giorgio Armani Foundation in der Farbe 7,5. Und du? Perfect Match. L'Oreal Paris. Das ist ein Dupe zu dieser Foundation, ne? Ich schwöre, es ist wirklich. Ja, ich benutze in der Farbe 4D, 4W, Schrägstrich. Man sieht gar nichts, glaube ich, oder? Wie ist voll heiß. Und wir benutzen Ventilator. Vorhin war mir voll kalt, jetzt ist mir voll heiß. Ich glaube, ich werde krank. Nicht gut. It's your birthday, girl. Mein Gott. Eigentlich nicht mehr richtig. Eigentlich nicht, aber es hört sich voll komisch an, ich bin ehrlich. Wäre es so nach Geburtstag, wäre es, glaube ich, besser. Mhm. Aber. Oh, reinfallen ist auch geil. Es ist aber nicht mal reinfallen. Ist es nicht reinfallen? Weil ich am Montag Geburtstag. Dein Ernst? Ich schwöre. Hä? Nein, du hast so 27. 28. Warum verwirrst du mich jedes Jahr? Sie hat meinen Großteil vergessen. Shame on you, bitch. Nein, ich habe dich vergessen. Du hast verwechselt. Ja, verwechselt. Ist nicht schlimm. Ja, ich weiß nicht, ich dachte. Nein, ja, zwei viele haben in dem Monat Geburtstag. Ich komme gar nicht mehr mit. Ja, ne? Ich kenne aber irgendwie nur ein paar. Mein Vater hat heute Geburtstag. Soll ich ihn rufen? Ja, ruf ihn. Komm, Baba, heute komm. Halloween Party. Auf meinen Nacken. Tisch, dies, das, Alk, umsonst. Und ich glaube, ich würde einfach kommen. Er ist Ding 69 geworden. Einfach. 69? Hammer. Krass. Vor allem das. Ich habe das Gefühl, dass mein Make-up irgendwie jung ist. Ja, das hat auch seine Nachteile. 45, glaube ich. Boah, von Yogi. Ich weiß nicht, warte, 71. 29, 29 plus 19. 29 plus 19 sind. Also 48, oh mein Gott. Ja, aber als 48 geworden. Oh mein Gott, das sieht voll komisch aus in der Kamera. Ja, ne? Zwei Aliens. Wenn du irgendwas benutzt, wirst du benutzt. Wir haben eh die gleiche Software Farbe. Zu Hause. Ich schwöre, ey, sie kam heute zu mir. Ich glaube, du hast zweimal geklingelt, war oder so? Oder ja. Keine Ahnung. Ich war so verschlafen. Ich dachte mir, ach, ich geh kurz schlafen, so. Bevor ich feiere, dann ich wach auf. Ich dachte mir, nee, ich habe gar keinen Bock mehr zu gehen. Kennst du das? Du bist so aufgewacht und du hast einfach keinen Bock. Ja. Du bist einfach nur chillen. Natürlich. Aber ich dachte mir, ey, ich habe schon Geld bezahlt, also. Wäre miese Verschwendung. Ja, krass. Aber eigentlich hätte sich nächstes Wochenende dann mehr gelohnt, ja? Ich weiß, aber es gibt einfach nichts Krasses, was mir gefallen hat. Ich chill hier wieder mit trockenen Haaren. Ich hab. Kennst du das? Ich weiß nicht. Ich mag es nicht mit. Ich mag es am meisten mit Handtuch, mich zu schminken, weil es einfach so perfekt nach hinten gedingst ist. Richtig komisch. Ja, ist doch gut, immerhin kannst du es so machen. Du auch, ob du hast ja deine Haare schon vorbereitet. Ja. Als was gehst du? Vampir, ne? Vampirprinzessin, irgendwie so nix. Vampirprinzessin? Wo ist der Prinz? Tja. Zu Hause. Jetzt kommt, ja, dieses Puder. Das Setting Powder? Loose Powder? Wie ist es? Loose Powder? Ich sag mal Loose Powder. Loose Powder benutze ich von Revolution. Kennt ihr wahrscheinlich schon die Farbe. Banana. Banana. Banana Powder. Bla. Ich glaube, ich hab das auch. Ja, hast du. Ja, hast du schon mal geguckt? Sie war schon. Weißt du, ich feiere an den Tisch, dass man einfach diese Faceline hat. Und wir uns nicht anstellen müssen. Ah ja. Boah, das ist so geil.
Zwar okay, heute ist nicht so kalt. Das heißt, es gibt noch Es geht mir nicht darum, ich habe einfach keinen Bock. Ich habe keine Geduld zu warten. Nein, Mann. Das ist auch, aber trotzdem. Ach so, ja. Rings am Start. Du magst es nicht, wa? Mm-mm. Ich hab's getastet, also... Hier, ich zeig euch mal. Ich trinke Baileys. Ich glaube, viele kennen das nicht. Ich glaube, das ist so ein alter Leute-Getränk. Sieht auch so fancy aus. Ding ist, ich bin ja ein Schokomensch. Ich liebe Schokolade. Ich nicht. Aber ich kann es nicht mit Ei kombinieren. Krass, oder? Ich kann das nicht... Also, ich bin nicht so der Fan, aber... Wie schmeckt es eigentlich? Das ist okay. So, zum Warmwerden ist okay. Ach, deswegen ist mir warm. Kein Wunder. No, I know. It's getting hot here. It's getting hot in here. Schokolade. Ziehst du dich dort an, oder? Ja, oder? Nee. Ziehst du dich jetzt an? Nee, hier. Why? Wie, why? Was meinst du mit dort? Also bei Serena meine ich. Oh, nee. Noch lieber hier direkt, oder? Ey, ist aber krass so. Sie hat keinen schwarzen Rand bei den Kontaktlinsen. Und ich schon. Und man sieht nicht wirklich so krass den Unterschied. Ja, ne? Sieht beides leuchtend aus. Geil. Ja, Mann. Ist einfach creepy. Und du auch. Nein, du bist sehr creepy. Nein. Du hast den schwarzen Rand. I'm okay. Extra. Ja, sorry. Du musst mit schwarzen Rand nehmen. Sie muss anders sein. Ich wollte eigentlich rote Kontaktlinsen. Dann dachte ich mir so trotzdem. Ich hatte letztes Jahr rot. War okay, aber es war nicht so dieses krasse irgendwie. Mhm. Also man hat sich so im Dunkeln gesehen. Also weiß eigentlich gut. Aber ein Vampir, der weiß. Weiß auch nicht. Ja, doch, gibt's. Dieser eine Film, Hotel Transylvania oder irgendwie sowas. Ah, Hotel Transylvania. Ja, das mich nicht echt. Transylvania. Ich habe ihn noch nicht richtig geguckt. Der Vater, glaube ich. Ja, nein, ja. Rot, oder? Ich kann auch googeln. Hey Siri. Zeig mir ein Bild. Schieß los. Zeig mir ein Bild von Hotel Transylvania. Dazu muss erst dein Gerät iPhone entsperrt werden. Kann ich ja auch gleich selber googeln. Ich konnte keine Übereinstimmungen in deiner Fotogalerie finden. Hier sind einige Bilder aus dem jetzt kommt so ein Nacktbild. Ja, cool. Nee, er hat blaue Augen sogar. Und seine Tochter auch, guck. Achso, aber wenn die böse wären... Ah ja, der Typ, der was mit seiner Tochter hat, der hat rote Augen. Du bist die einzige Person, die ich kenne, die wirklich Siri benutzt. Warum? Ich kenne voll viele, die es machen, wenn die einfach keinen Bock haben, ihr Handy so richtig zu benutzen, ja. Ich kenne niemanden. So, am Expert. Ich wollte gerade sagen. Ich hab so eine Spaß. Schoß macht Spaß. Ich fand's so anstrengend. Beste Funktion. Hey, gar nicht. So, guck mal. Hey Siri. Wie wird das Wetter heute? Im Moment ist es teilweise bewölkt in Berlin und es sind 16 Grad. Laut Wetterbericht soll es bewölkt sein heute Nacht. Es sind keine großen Temperaturschwankungen zu erwarten. Die Werte liegen im Schnitt bei 15 Grad. Siehst du? Musstest du jetzt deine App extra öffnen? Sie kannst dir auch vorlesen. Fertig. Warte. Hey Siri. Ja, bitte. Was ist 0 geteilt durch 0? Stell dir vor, du hast 0 Kekse und verteilst sie gleichmäßig auf 0 Freunde. Wie viele Kekse bekommt jeder? Siehst du? Das macht keinen Sinn. Das grüne Monster ist traurig, weil es keine Kekse mehr gibt. Und du bist traurig, weil du keine Freunde hast. Sie hat dir einen Kopf gegeben. Scheiße. Ich bin auf dem Screen. Das ist witzig, Alter. Kennst du sie nicht? Nein, ja. Das kenn ich gar nicht. Ich kenne nur diese mit, ja, hey Siri, liebst du mich oder so. Ich respektiere dich. Ja, sie respektiert mich. Ist auch okay. Hey Siri. Ja, bitte. Werde ich heiraten? Ich bin nicht für die Ehe geschaffen. Oh wow. Ich werde nicht heiraten, wie nie. Oh, wirst du, inshallah. Wow. Ja. Gesundheit. Mir ist heiß und schwitze und trotzdem niesig. Cheers. Jemand denkt an dich. I hope not. Wie soll ich die Augen machen, aber? Shot. Ich habe heute einen Ingwer-Shot getrunken. Juhu. Das ist ein bisschen scharf. Das war mies eklig mit Kurkuma und. Ja. Juhu. Eyeliner eigentlich. Schwarzen Eyeliner.
Und ein bisschen braun, ich würde so braun machen. Okay, was mache ich aber, die Frage? Auf jeden Fall mache ich jetzt diese Baking Powder weg. Diese Baking Powder. Tutorial für Ausländer. Und dann Lippenrot. Klatschen. Sexy. So, mein Speicher war voll, deswegen. Ja. Ich bin jetzt bei den Lippen. Ich mache jetzt einen Eyeliner hier, hoffentlich. Und Lippen sind schon eine Herausforderung. Ich fand noch schlimmer als Eyeliner. Ah ja. Tschüss. Eine Stunde schon die Woche zu sehen. Ach, wir wissen alle, wie gammelig wir sind. Who cares? Scheiße. Ich hab das noch mehr eingerissen. Oh no. Sis, wird Zeit für Gelnägel. Ja, ne? Die reißen nicht. Oder doch, doch, weißt du, wie das weh tut, wenn Gelnägel reißen? Julian hat einmal mit meinen Fingern geschnipst. Und dann ist mein Nagel einfach weggefallen. Nein, das weiß ich aber gar nicht. Ich meine, das reißt so mit deinen echten Nageln. Das ist ja schon, ja, das ist noch. Boah, das ist ein brutaler Schmerz. Das wünsche ich nicht von meinen Feinden, wirklich. Der ist so schlimm. Hm. Ich weiß, ob ich die Lippen mache. Was ist das? Ich glaube, rote Lippen passen gar nicht mit dem Augen-Make-up. Ja, nude mehr, ne? Ja. Das heißt, es sieht bei mir scheiße. Das war Spaß. Nein, das ist irgendwie. Passt. Ich würde es irgendwie nicht so fühlen. Ich habe wohl das ähnliche Augen-Make-up. Bisschen. Warum ist alles so anstrengend? Man ist richtig crusty, ne? Okay, die haben die Nägel richtig gut hinbekommen, ne? Fällt mir wieder. Oh, eine neue Speicherkarte. Das Leben ist so anstrengend so. Oh, wie ist die Farbe? Spaß. Ja, das ist schön. Passt? Sieht gut aus, oder Leute? Ja, die Antworten. Oh, jetzt. Setting Spray von Urban Decay. Yo. Bist du? Nein, ich hab schon weg drauf. Schade doch nicht. Ja, schade nicht, wenn man zu viel drauf macht. Das ist nicht gelebt. Man sieht dich nicht mehr. Ja, ich hab sicher jetzt Abstand. Oh, das ist so schön erfrischend gerade. Ich hab irgendwie Kopfschmerzen. Vielleicht weil du zu lange schon deine Haare. Oh ja, Mann. Brennen. Meine Haare sind sogar noch nass, Alter. Guck mal. Trocken, nass. Mhm. Aber nur im Ansatz. Ja. Irgendwie machen diese Kontakte so einen sexy Blick, wa? So. Ehrlich gesagt, erkenne ich gar nichts von mir. Irgendwas? Ja, doch. Sieht schon nice aus. Ja. Ich glaube, ich trage das jetzt an. Dann würde ich alle so verstört angucken. Jetzt. Das ist meine Haare föhnen und du. Ich brauche nur noch einen Ponytail an. Ja, Mann. Du hast meinen Pony. Geil. Finally, we made it. Ich habe einfach auf dem Weg die Karten vergessen. Da mussten wir zurückfahren. Aber dank ihr haben wir es geschafft. Mhm. Nur weil du auf der Autobahn zurückgefahren bist. Ey. Oh mein Gott, das sieht so gruselig aus. Hi. Hi. Aha. Gang, gang. Du hast in deiner Gruppe geschrieben, ja, du entscheidest, wer. Ich muss nicht drauf sein. Ja, nicht. Ich will nicht drauf sein. Yes. So, wir sind ready. Ich wollte was anderes sagen, aber egal. Ey, Mann, ich fühle mich jetzt aber nicht ohne diese Mütze. Deine Hose wird zu den. Ach, das ist meine. Oh, wow. Man sieht so viel. Das ist richtig gut geworden. Hi guys! Eine Frage, wie fahren Sie? Fahren Sie. Birthday! Birthday Girl! Ja, wir sind gerade dabei,
Naja, okay, meine Mama ist dabei, Essen zu machen. Boah, ist das voll schlecht hier. Und ja, jetzt machen wir die Torte zusammen. Ich dachte mir, ich nehme euch so ein bisschen mit. Könnt ihr ein bisschen gucken, wie wir das machen. Gerade hatten wir das erste Problem. Und zwar, wir haben Himbeeren gekauft. Die waren aber super frisch vom Markt. Und die haben wir halt vorgestern geholt. Meine Mama meinte, wir müssen die Torte Sonntag machen, weil sonst kann es sein, dass die Himbeeren vergammeln, verschimmeln. Und ich so, als ob, die halten noch bestimmt bis Montag. Ist ja nur ein Tag. Und ja, die sind gerade nicht alle, aber ja, deshalb haben wir jetzt nicht mehr so viele Himbeeren, aber wird bestimmt trotzdem.